Meine Güte, ihr Lieben, wir haben schon Folge 33 vor uns. Tja, allzu viel wird nicht mehr passieren, aber eben doch noch zwei Folgen. Und so frage ich euch wieder, ist die Seite aufgetrennt? Seid ihr soweit? Dann legen wir los. Doch dieser schmiegte sich selbst wie ein kleines Kind an seinen Vater. Es war ruhig in der Höhle. Außer leisen Schlürfgeräuschen war nichts zu hören. Endlich kam aus Wampis Konserve nur noch ein lautes Röchelgeräusch und kurz darauf auch aus der von Beißer. Jetzt aber los, kommandierte der Hausmeister, es wird bald hell. Dann zog er dreimal hintereinander an einem Seil, das Wampi erst jetzt wahrnahm. Es dauerte nicht lange, da wurde von oben Seil nachgegeben. Geschickt schlang Beißers Vater es um seinen Sohn. Als er alles gründlich verknotet hatte, zog er erneut am Seil. Zweimal. Wenige Augenblicke später schwebte Beißer sanft nach oben. Sein Vater blieb dicht hinter ihm und gab Wampi ein Zeichen, ihm zu folgen. Als letzte machte sich Mama auf den Weg. Während Beißer Meter für Meter nach oben schwebte, half ihm sein Vater, so gut es ging, durch die enge Röhre. Wampi musste heftig schnaufen, aber er kam gut voran. Ein einziges Mal musste Mama ihn von unten stützen. Wieder sprach keiner ein Wort. Endlich kamen sie am Ende des Kamins an. Jetzt erst konnte Wampi sehen, wer Beißer mit dem Seil geholfen hatte. Es waren Schnütchens Eltern, die da standen und das Seil zu zweit mit aller Kraft nach oben zerrten. Als sie Beißer zu sich gehievt hatten, reichten sie erst dem Hausmeister, dann Wampi und Mama die Hände und zogen sie jeweils mit einem Ruck durch die schmale Öffnung. Wampi spürte, dass seine Handinnenflächen brannten. Ach ja, die Rutschparty! Bis jetzt hatte er vor Anspannung keinerlei Schmerzen gespürt. Schweigend legten sie alle gemeinsam den Weg bis zum Eingang zurück. Wampi erinnerte sich, dass dieser Abschnitt der Anfang ihres Höhlenabenteuers gewesen war. Es kam ihm vor, als sei eine Ewigkeit vergangen, seit er hinter Beißer diesen Weg abgestiegen war. Diesmal ging es steil aufwärts. Wampi spürte, wie seine Kräfte nachließen. Doch er biss die Zähne zusammen und jammerte nicht. Von Beißer aber kamen immer wieder Schmerzenslaute. Der Hausmeister versuchte, seinen Sohn auf den Rücken zu nehmen, aber die Höhe des Felsgangs reichte nicht aus. Beißer blieb nichts anderes übrig, als durch den Gang zu humpeln. Er wimmerte leise vor sich hin. Während Wampi seine letzten Kräfte mobilisierte, spürte er, wie ein Hauch frischer Luft zu ihnen wehte. Vor Erleichterung seufzte er laut. Dann standen sie im Freien. Sie hatten es vor Anbruch der Helligkeit geschafft. Wie aus dem Nichts näherte sich eine dunkle Gestalt und trat zu Wampi.